Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster, wo wir immer noch an unserem letzten Raum der Geisterbahn hängen. Ich glaube, ich muss noch mal was am Intervall verstellen, wie die Wagen hier durchfahren, denn, ja, ihr seht es, die Türen passen immer noch nicht so ganz zueinander. 11 Sekunden Verzögerung, ja, das ist eigentlich, wenn man das mal so in echt sieht, ist das jetzt gar nicht viel. So, jetzt müsste das aber sich gleich aktualisieren. Warte mal, ich sollte das Ding vielleicht einmal hier so einmal schließen und einmal wieder testen. Hallo? So, jetzt. Damit wir hier einmal sehen können, ob das passt. Eine Sekunde länger vielleicht noch. So, dann schauen wir mal. Jetzt geht's zu auf. Ja, jetzt passt es hundertprozentig perfekt zueinander. Das ist sehr schön. Ja, und jetzt muss ich mit Auslösern arbeiten. Auslöser bearbeiten. Auslöser hinzufügen. Da haben wir unsere Nummer 7. Die jetzt zur Nummer 5 wird. Das ist schon mal ein bisschen strange. So. Ja doch, das passt da schon. 5 verknüpfen wir damit. Und damit. Ja, genau. Genauso wollte ich das haben. Dass es einmal kurz so aufflackert. Und jetzt machen wir noch einen Auslöser. Mal gucken, was das für eine Nummer wird. Das wird unsere Nummer 6. Ich glaube, das würde ich wirklich so machen, dass es ganz, 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 ganz kurz danach aufflackert. So, das machen wir auch wieder mit eben diesen beiden Objekten. Ja, genau. Ich möchte, dass es zweimal kurz hintereinander aufflackert. Und dann möchte ich, dass es noch einmal aufflackert, wenn sie kurz davor sind. Hier so bei der 7. So. Jetzt bin ich doch gleich mal gespannt, wie das nächste Mal aussieht, wenn der nächste Wagen da durchfährt. So. Da kommt der nächste. Ja, das. Ich glaube, das passt schon so. Gut. Dann brauchen wir hier jetzt natürlich auch noch wieder ein. Ups, nein! Da brauchen wir jetzt hier natürlich auch noch wieder ein Dach drauf. So. Und dann könnte ich eigentlich. Nee, ich glaube, den Felsen, den mache ich erst wirklich ganz zum Schluss. Weil ich muss zwischenzeitlich auch noch wieder ein paar Lautsprecher noch einbauen. Die habe ich ja momentan noch nicht. Aber ich möchte ja auch noch Gruselsounds. Also ich habe nur am Anfang ein paar Gruselsounds. Und das möchte ich, dass das hier hinten auch noch so ist. Aber ich habe jetzt halt gerade. Huch, das war falsch. Ich habe jetzt halt gar keine Kopfhörer auf der Rübe, deswegen kann ich gerade mich schlecht für einen Sound entscheiden, wenn ich es nicht höre. Das ist dann ungünstig. So. Ah, das ist natürlich doof, dass es hier an der Seite so rausguckt. Das ist blöd. So. Ja, und jetzt müssen wir hier gucken. Hier wird jetzt auch nochmal einiges mit Nebel passieren. Hier brauchen wir Grabsteine, hier brauchen wir möglichst auch noch Skelette. Muss ich nur schauen, dass wir die Skelette auch finden. So. Wir machen erstmal die Grabsteine. Kunstformen.
So, wo sind denn unsere Dings hier? Die hatte ich gesagt, ne? Nee. Das waren noch andere. Die waren das, genau. Genau die waren das. Die können dann auch ruhig mal ein bisschen schief stehen, umgekippt sein oder sowas. Aber ich brauche das größer. Extra klein, klein, mittel, groß. Nein, groß ist zu groß. Mittel vielleicht. So. Der perfekte Grabstein. In welcher Farbe machen wir den? Ist das hier? Warum schimmert der denn dann so? Weil da noch ein grüner drin war. Das erklärt einiges. Machen wir den dunkler. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So. Der hier ist schon ein bisschen, der hat sich schon gesenkt. So, das wird definitiv kein ordentlicher Friedhof hier. Das wird irgendwas anderes, aber nichts Ordentliches. So. Gut, und rum. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, hier auch noch welche hin. Hier vielleicht direkt unter den Baum. Schade, dass wir hier keine Inschriften drauf machen können. Es gibt ja Schilder, die man beschriften kann. Sowas hatte ich mir auch überlegt hier für den Eingang der Geisterbahn. Aber diese freien Formen hier, die kann man nicht beschriften. Gut, eigentlich wäre das ja auch nicht unbedingt sinnig. Ich meine, wieso, weshalb, warum? Ne? Aber... Oh, mir ist da gerade noch eine Idee gekommen. Ohaha. So, ich brauche dafür aber noch, damit das noch ein bisschen gruseliger abgeschlossen wird hier hinten, dass man nicht so weit gucken kann, bräuchte ich noch ein paar Bäume. So vielleicht. Und jetzt brauche ich bei Gebäude... Oh Gott, wir machen so viel Verlust. Es ist echt super, dass es mir hier nicht darum geht, irgendwie Gewinn zu machen. So. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich schon denken können, was ich vorhabe. So. Nanu. Holzsäule. Haben wir nicht noch irgendwas Dickeres beim Holz? Nee, ne? Wird dann schon wieder schwierig. Das hier hätten wir. Oder genauso dick wie das hier. So. Jetzt brauchen wir das hier. Denn ich dachte mir, so ein Kreuz passt auch ganz gut auf den Friedhof. So ein Holzkreuz. Hat ja schon irgendwie so ein bisschen was Gruseliges. So ein ganz kleines bisschen. Okay, das könnten wir eigentlich direkt auch mal noch abspeichern. Mhm. So, neuer Bauplan. Mach mal, das hier sieht gruseliger aus, oder? Und dann mach mal so, wie es angestrahlt wird. Nee, komm, mach ich so.
Friedhofskreuz. Für den Besonderen. Nein, für das Besondere. Gruselflair. So. Szenen. Und Statuen. Bauplan erstellen. So. Klar, es ist jetzt nicht viel Arbeit, so ein Kreuz da hinzuhauen. Aber es geht trotzdem noch mal einfacher, wenn ich es hier nur so, ne? Wenn ich es mir da aus dem Bauplänen rauszuppel und dann ab dafür. So, vielleicht hier direkt noch am Anfang eins hin. Was aber schon... am Kippen ist so ein bisschen. So. Das heißt so ein bisschen viel. Kommt da noch eins hin? Den würde ich jetzt, glaube ich, dann einfach nur noch so einen Wald machen oder so. Weil hier hinten muss ja auch noch irgendwie dieser Berg hin. Das hoffe ich sowieso, dass ich mir damit hier nicht den kompletten Friedhof zerschieße. Wenn ich hier diesen Berg noch hinmache. Oh, die habe ich alle als ein Bauwerk platziert. Ah, stopp, stopp, stopp. Was tue ich denn hier? So. Ich brauche noch mehr Grabsteine. Da kommt noch einer hin. Und da kommt noch einer hin. So, hier kommt auch noch eine hin. Direkt daneben kommt noch eine. Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich noch Skelette finde, die nicht irgendwo dranhängen. Ich möchte hier ganz gerne ein paar Skelette auf den Boden legen. Gut, ist jetzt die Frage, inwieweit man das überhaupt sieht, wenn hier noch Nebel ist, aber ich würde es halt trotzdem ganz gerne ausprobieren. So. Das ist hier jetzt unser Friedhof. Und da kommt jetzt Szenerie. Spezialeffekte. Kommt nochmal Nebel drunter. Aber wie gesagt, das finde ich einfach, das finde ich hier auch wieder sehr passend. Das macht einfach so eine gruselige Stimmung. Ich kann es ja ein bisschen tiefer setzen, dass dafür dann nicht ganz so extrem viel Nebel nach oben kommt, wie in anderen Bereichen schon. Aber schaut mal hier, das ist einfach sehr atmosphärisch, wenn man das so macht. Ich weiß, ich habe das jetzt hier fast überall gemacht, in jedem Bereich der Geisterbahn. Aber es passt halt einfach. Es passt halt einfach gut hier rein. Mal hier, wie diese Nebelschwaden so ein bisschen hier drüber ziehen. Ja. Doch. Also der Friedhof ist, glaube ich, hier mein persönlicher Favorit.
in der Geisterbahn. Ich finde den bislang am besten gelungen. Ihr könnt mir natürlich sehr, sehr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, welcher Part euch dann am besten gefällt. Das interessiert mich natürlich auch wirklich sehr. Ups. So, da haben wir auch noch eine Nebelplatte drunter. Und hier auch noch. Hier kann es ruhig auch ein bisschen näher unter der Oberfläche sein. Hier haben wir nur so ein paar Bäumchen. Können noch ein bisschen mehr eingenebelt werden. Ja, guck. Ist doch gut. Also ich mag das. Oder? Was meint ihr? Ist doch nice. Ist doch echt nice. So, jetzt würde ich das hier auch noch so da drunter packen und da noch was hin, dass das hier auch noch so ein bisschen mehr eingenebelt ist. Gut, und dann ist jetzt eigentlich der Friedhof auch so ziemlich fertig. Ich würde sagen, wir fahren nochmal eine Runde. Mit unserer Bahn, guck mal, da sind wir sogar gleich in dem Friedhofsbereich. Oh, stopp, stopp, stopp. Das können wir uns ja auch mal noch angucken mit dem Blinken und dem Blitzen. So, dann fahren wir jetzt hier gerade mal noch durch unseren Blink- und Blitzraum. Ja, es ist okay. Es ist okay, gut. Es könnte schlimmer sein. Das hier sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ja, doch. Die Kreuze, finde ich, machen es irgendwie noch mal gruseliger. Ich finde Kreuze irgendwie immer gruseliger als so manch andere Sache. So, da kommt das Monster raus. Das hat ja ein Bärtchen. Das ist mir noch nie aufgefallen. So. Sehr gut. Ja, das ist doch eigentlich ganz nice. Das ist doch eigentlich ganz nice. Doch, doch. Ja, ihr Lieben. Huppala. Was mache ich denn hier für eine Flugstunde? Was mache ich denn hier schon wieder? Das gibt's doch nicht. Ja, ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ist eure Meinung hier von unserem Friedhof? Ich bin gespannt. Morgen sehen wir uns dann wieder. Oh Gott, morgen haben wir schon Donnerstag. Das heißt, morgen schon wieder die letzte Baufolge hier in diesem Park für diese Woche. Ja, mal gucken, was wir dann noch alles hinbekommen. Danke euch an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zugucken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Macht's gut. Tschüss.